Hallo und herzlich willkommen zu Leas Einblick. Die Spannungen zwischen der EU und China drohen zu eskalieren. Die Außenminister der EU-Staaten haben am Montag, den 22. März, beschlossen, Sanktionen gegen China zu verhängen. Grund dafür ist Chinas Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. 4 Parteifunktionäre und eine Institution aus China wurden auf die Sanktionsliste gesetzt. Und Peking ließ mit seiner Racheaktion natürlich nicht lange auf sich warten. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Beschlusses der EU verkündete China die Vergeltung. Und das nicht etwa im gleichen Ausmaß, wie man hätte annehmen können. China musste natürlich noch einmal eins drauflegen. Die Führung in Peking hat gleich 10 Europäer und 4 Institutionen auf die Sanktionsliste gesetzt. Der Unterschied zwischen den beiden Sanktionen liegt nicht nur im Umfang, sondern auch darin, auf wen und auf welche Taten die Sanktionen abzielen. Während die EU die Verantwortlichen für die schlimmen Menschenrechtsverletzungen in China sanktioniert, verhängt China Strafmaßnahmen gegen europäische Politiker und Wissenschaftler für ihre kritischen Meinungsäußerungen und Forschungsarbeiten. Wie kommt es, dass China so aggressiv reagiert und was kommt als nächstes? Damit beschäftigen wir uns im heutigen Video. Die letzten EU-Sanktionen gegen China liegen über 30 Jahre zurück. Es war 1989, nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Herzen von Peking. Unter dem Einsatz von Panzer hat die Führung in Peking damals die Studentenbewegung blutig niedergeschlagen. Die Sanktionen wurden nach wenigen Jahren Schritt für Schritt gelockert. In den letzten 30 Jahren hat sich jedoch die Menschenrechtslage in China nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Und Europa hat jahrelang zwar mit Entsetzen zugeschaut, sich aber lediglich auf Menschenrechtsdialoge hinter verschlossenen Türen eingelassen und auf gut Zureden beschränkt. Seit der Einführung der europäischen Version des Magnitsky-Act im Dezember letzten Jahres verfügt die EU über ein neues Sanktionsregime gegen Menschenrechtsverstöße weltweit. 3 Monate haben die EU-Staaten gebraucht, um sich auf die erste Sanktionsliste zu einigen. Nun kommt dieses Gesetz zum ersten Mal zum Einsatz. Am Montag, den 22. März, verkündete die EU Einreise- und Geschäftsverbote gegen 4 Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas und des Sicherheitsbüros in der Provinz Xinjiang. Menschenrechtsorganisationen zufolge sind in Xinjiang über 1 Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Haftlagern eingesperrt. Haftlager, die zum Teil als Berufsausbildungszentren deklariert sind. Allerdings fehlt der Name des aktuellen Parteisekretärs der rohstoffreichen Provinz Xinjiang, Chen Quanguo, auf der EU-Sanktionsliste. Chen gilt dort als der Architekt einer gnadenlosen Überwachungspolitik. Als Mitglied des 25-köpfigen Politbüros gehört Chen Quanguo zu den mächtigsten Männern Chinas. Als Hauptverantwortlicher für die brutalen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang stand Chen auf der Sanktionsliste der USA vom Juli letzten Jahres. Anders als die USA hat die Europäische Union Chen jedoch nicht auf ihre Liste gesetzt. Auf die US-Sanktionen gegen Chinas Funktionäre in Xinjiang und Hongkong im letzten Jahr hat die Parteiführung in Peking auch mit einer Gegensanktion reagiert, allerdings mit einem starken Zeitverzug. Peking hat die Sanktionen gegen einige Mitglieder der Trump-Regierung, einschließlich des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo, so lange hinausgezögert, bis Joe Biden am 20. Januar dieses Jahres offiziell in sein Amt als der 46. Präsident der USA eingeführt war, offensichtlich um einen Gegenschlag von der Trump-Regierung zu vermeiden. Obwohl die EU den obersten Chef der Kommunistischen Partei in Xinjiang, Chen Quanguo, nicht auf die Sanktionsliste gesetzt hat, hat China trotzdem mit einem viel härteren Rückschlag gekontert. Die Führung in Peking verhängt zugleich ihrerseits Strafmaßnahmen gegen 10 Europäer sowie 4 Organisationen.
Betroffen sind 5 Abgeordnete des EU-Parlaments, darunter 2 deutsche CDU-Außenpolitiker Michael Gahler und Chef der China-Delegation des Europaparlaments Reinhard Bütikofer. Auf der Sanktionsliste stehen weitere Parlamentarier aus Belgien, Bulgarien, Frankreich, Litauen, den Niederlanden und der Slowakei. Diese Parlamentarier sowie ihre Familienangehörigen dürfen künftig weder auf das Festland China, nach Hongkong oder nach Macau einreisen. Sanktioniert wurde auch 2 China-Experten aus Deutschland und Schweden, Adrian Senz und Björn Jeden. Unter den 4 betroffenen Institutionen sind der Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments und das Politische und Sicherheitspolitische Komitee des Europäischen Rates, kurz PSK, genannt. Im PSK sind alle 27 EU-Staaten vertreten. Es kann ja nicht sein, dass China nicht weiß, was für eine wichtige Institution das PSK ist. Das PSK setzt sich aus den Botschaftern der 27 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel zusammen. Dieses Komitee ist für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zuständig. Alle China-relevante Strategien werden in ihren Frühstadien in diesem Rahmen besprochen. Völlig unerwartet war auch, dass China die deutsche Denkfabrik Mercator-Institut auf die Sanktionsliste gesetzt hat. Das Mercator-Institut beschäftigt sich unter anderem auch mit sensiblen China-Themen. Jedoch ist es keine Institution, die als China-feindlich angesehen werden kann. The Global Times, ein Sprachrohr der KP Chinas, hat den Grund für die Sanktion gegen das Mercator-Institut offen dargelegt. Die Zeitung beschreibt das Mercator-Institut als das größte Forschungszentrum für China, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Ihre Verbindung zu China abzuschneiden würde bedeuten, dass sein Forschungskanal kaum noch aufrechtzuerhalten sein wird und sein Einfluss stark eingeschränkt wird. Also geht es bei Chinas Sanktionen gegen die Europäer und europäische Institutionen nicht nur um die Bestrafung der kritischen Meinungsäußerungen der Politiker, es geht auch darum, dass die Parteiführung in China mit Sanktionen mitbestimmen will, wer und auf welche Art und Weise man in Zukunft über China forschen darf. Die EU-Staaten betrachten Chinas Vorgehensweise als einen Schritt der Eskalation. Aber warum reagiert Peking so heftig auf die EU-Sanktionen? Erstens ist die Parteiführung in Peking überzeugt von ihrer Stärke gegenüber Europa. China sieht sich selbst als die zweitstärkste Macht hinter den USA. Chinas Parteichef Xi Jinping sagte Anfang März auf einer großen Tagung, voller Zuversicht, China sei bereits in der Lage, der Welt auf Augenhöhe zu begegnen. Allerdings hat China erst in diesem Monat angekündigt, die Armut im ganzen Land ausgerottet zu haben. Dass die Zahlen in Chinas Statistiken immer frisiert sind, ist wohl kein Geheimnis. Trotzdem sieht sich die kommunistische Führung Chinas wirtschaftlich und politisch auf Augenhöhe mit den USA und Europa. Zweitens vertritt die Parteiführung in Peking die Meinung, dass Europa bereits in sogenannte Rentenalter eingetreten sei. Außerdem seien die europäischen Länder zunehmend abhängig vom chinesischen Markt. Drittens wird die Kommunistische Partei Chinas am 1. Juli dieses Jahres ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Parteichef Xi Jinping muss dem chinesischen Volk zeigen, wie mächtig und unschlagbar das Land unter seiner Führung geworden und wie stark die KP ist. Deshalb ist es zu erwarten, dass auch die chinesischen Diplomaten immer häufiger als aggressive Wolfskrieger auftreten. Der chinesische Botschafter in Paris zum Beispiel bezeichnete den französischen China-Forscher Antoine Bondatz auf seinem Twitter-Kanal vor wenigen Tagen als Kleinkriminellen. Bondatz hat auf Twitter den chinesischen Druck auf französische Parlamentarier beklagt, die nach Taiwan reisen wollten. Als Reaktion auf die Kritik von einer Wolfskriegerdiplomatie veröffentlicht die chinesische Botschaft in Paris neulich einen Artikel auf ihrer Webseite. Darin steht, manche Leute haben uns die Etikette der Wolfskriegerdiplomatie angehängt. Wenn es Wolfskriege gäbe, dann würde es nur daran liegen, dass es zu viele aggressive wilde Hunde gibt, die China unter dem Deckmantel von Forschung und Medien anbeißen. Wegen inakzeptabler Äußerungen
wurde der chinesische Botschaft in Paris vom französischen Außenministerium einbestellt. 6 weitere europäische Länder haben auch chinesische Botschafter in ihren Ländern einbestellt, darunter Deutschland, Belgien, Dänemark, Italien, die Niederlande und Litauen. Nun, wie geht es weiter? Erstens, durch die Spannungen zwischen EU und China wird das EU-China-Investitionsabkommen erstmal auf Eis gelegt. Ohne die Zustimmung des Europaparlaments gibt es sowieso kein Abkommen. Zweitens, unter der tatkräftigen Wirkung Chinas sind sich die EU-Länder und die USA jetzt deutlich näher gekommen. Drittens, die Sanktionsspirale ist bereits in Gang gesetzt worden. Sie könnte sich weiterdrehen. China glaubt wohl daran, dass die wirtschaftlichen Interessen der europäischen Länder letztendlich die moralischen Ansprüche und den Freiheitsgeist der Europäer besiegen würden, weil die EU und China weitere Geschäfte miteinander machen wollen. Solange der wirtschaftlichen Beziehung nicht ernsthaft geschadet wird, wird China nach den Worten des Chefredakteurs von Global Times das Spiel der gegenseitigen Schimpfe weiterspielen. Da kommen wir zu der Frage, ob diese Art von Sanktionen wirken. Selbstverständlich sind Sanktionen ein wichtiges Instrument. Allerdings haben Einreise- und Geschäftsverbote sowie das Einfrieren von Vermögen von Menschenrechtsverletzern Chinas eher eine beschränkte Wirkung. Viel wirkungsvoller wäre bei der kommunistischen Führung Chinas hingegen wirtschaftliche, finanzielle, technische und militärische Sanktionen. Wie der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo vor ein paar Tagen sagt, Stärke schreckt Bösewichte ab, Schwäche ruft Krieg hervor. Seht ihr das vielleicht auch so? So viel erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr den Inhalt dieses Videos für wichtig haltet, teilt es bitte mit euren Freunden. Die Links zu meinem Kanal auf Rumble, Telegram, Odyssey sowie den Link zu meinem Twitter-Account findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Thank you.